Bei Initiativ für Österreich 2025 drehte sich auch dieses Mal alles um nachhaltiges Energiemanagement. Dieses Mal war man bei der Firma Roth in Graz zu Gast. Also der Verein zur Energieeffizienz ist eine tolle Organisation, wo man sich einfach in einem Rahmen gut austauschen kann. Heute haben wir uns entschlossen, das in unserem neuen Schauraum hier in St. Peter zu vollziehen, um einfach hier aktuelle Themen, was Klimawandel, Heizen und Kühlen betrifft, anzusprechen, zu diskutieren und hier einfach in diesem Kreis zu behandeln. Erst heute habe ich einen Bericht gelesen, dass der CO2-Wert in der Atmosphäre so hoch ist wie noch nie. Und wir sind alle gefordert, eben Energie zu sparen, CO2 zu sparen und eine Effizienz für alle Bereiche, egal ob Wärme, Autos, Landwirtschaft oder Industrie, zu bewerkstelligen. Wenn man keine Energieeffizienz hat, ist meistens auch so, dass man dann mehr CO2 ausstößt, also mehr Kohlendioxid, und das ist ja das Klimagas. Sie haben noch nie einen unterdurchschnittlichen Sommer erlebt, bezogen auf das Jahrhundertmittel des 20. Jahrhunderts. Seit 34 Jahren haben wir keinen unterdurchschnittlich kalten Sommer mehr. Also das ist die Temperatur zu anzogen. Ja, hier darf ich ein Bild präsentieren, das ist zu der Serie Humanity zum Thema Menschlichkeit. Ich denke, das passt ganz gut in die Zeit, in die heutigen Zeiten, wo es eigentlich sehr viel an Empathie und an Menschlichkeit oft fehlt. Und da geht es auch um die Welt und im Grunde genommen um ein Zusammensein, um ein Miteinandersein.